gerade noch auf der Bühne, hier in der Volksbühne auf der Digital X. Anahita Esmalzadeh, danke, dass du dir noch kurz Zeit nimmst. Du hast über Diversität gesprochen. Was ist Diversität für dich, frage ich mal so. Diversität ist aus meiner Sicht so viel mehr als nur das Geschlecht. Wir reduzieren ja oftmals in der ganzen Diskussion die ganze Thematik darauf, dass wir sagen, okay, wir brauchen eine Quote, wir brauchen mehr Frauen in Aufsichtsräten, in Vorständen, auf Management-Etagen. Aber Diversität ist so viel mehr als das. Diversität hat ganz, ganz viele Dimensionen. Darüber habe ich ja jetzt auch in der Tiefe gesprochen. Aber Diversität ist auch zum Beispiel Perspektivenvielfalt, dass man andere Meinungen zulässt und gelten lässt. Du hast 6 Kategorien eben vorgestellt, die können wir jetzt nicht alle runterpalieren, aber welche ist denn aus deiner Sicht die, die auch in Unternehmen am meisten, naja, unterschätzt wird, am meisten untergeht? Also aus meinem Blickpunkt definitiv die soziale Herkunft. Denn die soziale Herkunft ist nicht sichtbar und dennoch entscheidet sie ganz, ganz stark über den beruflichen Erfolg oder Misserfolg von Menschen. Und die Hürden, die Menschen haben aus weniger privilegierten Hintergründen, sind oftmals für Menschen aus privilegierteren Elternhäusern gar nicht so wirklich nachvollziehbar. Und da geht viel Talent wahrscheinlich verloren, obwohl wir eigentlich einen Fachkräftemangel haben, oder? Absolut. Was glaubst du, können Unternehmen machen, um Diversität zu fördern? Was kann jeder Einzelne von uns aber auch machen? Also das, was ich sehr wichtig finde tatsächlich, ist, dass wir jetzt schon damit begonnen haben, Debatten zu führen. Aber jetzt müssen wir einen Schritt weitergehen und von den ganzen Lippenbekenntnissen, die es aktuell gibt, endlich dahin kommen, dass wir auch Taten folgen lassen. Und dafür hilft es beispielsweise sehr, sehr stark, Netzwerke zu etablieren, Reverse Mentoring, um Altersdiversität zu fördern oder auch darauf zu schauen, dass gewisse Quoten wirklich eingehalten werden. Zum Beispiel auch, dass Menschen mit Behinderungen eingestellt werden und da nicht mit der Ausgleichszahlung, die da möglich ist, geschaut wird, dass man diese Quote umgeht. Und ich glaube, das hast du auch eben erwähnt, Bewusstsein schaffen. Nehmen wir das Beispiel Behinderung. Früher war es eine Alltagsfloskel zu sagen, du bist doch behindert, wenn sie zwei Menschen unterschieden haben. Ist Gott sei Dank heute nicht mehr so. Aber fallen dir so Beispiele ein, wo du sagst, genau dieses Wachsein bei kleinen Sprüchen im Alltag, das muss weg bei Diversitätsthemen? Total. Also ich kann dir von einem Gespräch erzählen, das ich vor einiger Zeit hatte mit einem ehemaligen Kollegen. Und der erzählte mir zum Beispiel, dass er 25 Jahre lang verheimlicht hat, dass er einen Ehemann hat, jetzt inzwischen. Also er hat einen Partner und hatte so Sorge, in dem Arbeitsumfeld, in dem er gearbeitet hat, sich zu outen. Weil immer Witze gemacht wurden mit, so wie du gerade gesagt hast, boah, das ist ja voll schwul. Und da dieses Wort als Beleidigung verwendet wurde. Und er hat sich deswegen so unwohl gefühlt für so lange Zeit. Und deswegen müssen wir wirklich schauen, dass wir auch sensibel sind in der Sprache. Das wird oftmals so unterschätzt. Deswegen danke, dass du dieses Beispiel gebracht hast. Sehr gerne und ich danke dir für das Gespräch. Jetzt habe ich dich doch geduzt, wie wir es so machen. Machen wir es auch im Interview. So viel Zeit muss sein. Tschüss und noch einen schönen Tag hier auf der Digital X. Wünsche ich dir auch.